Heinrich Böll, preisgekrönter Schriftsteller, leidenschaftlicher Raucher, streitbarer Moralist und Kölner aus Überzeugung. Nie halbherzig, immer mit voller Leidenschaft. Er war bewohnt von einem Schalk, sehr oft Heinrich Böll, so dass man immer gefasst sein musste auf einen ironischen Nachtrag zu dem, was er gerade gesagt hat. Er war halt ein Mann des Volkes, also das muss man einfach sagen. Und er bediente zu der damaligen Zeit eben auch alles, was man sich erhoffte und erwartete von einem Schriftsteller in Deutschland. Heinrich Böll blieb stets bescheiden. Allzu viel Geniegehabe, kommentierte er mit einem Augenzwinkern. Wir waren beide im Gürzenich. Von einem Journalisten wurden wir gefragt, wie es denn sei, der ganze Prozess der Arbeit. Machen Sie Notizen, schreiben Sie vor, schreiben Sie nach. Und da sagte Heinrich Böll, unvergesslich für mich, nicht Siegfried, und das sagte er, ein rheinischer Tonfall, der so souverän beherrschte, beherrschen musste, sagte er, nicht Siegfried, im Kopf ist das alles fertig, nicht? Nur der Scheiß muss geschrieben werden. Damit sagt er alles. Es ist auch mal die Theorie vertreten worden, das Unterbewusste, was ihn angetrieben hat zu schreiben, ist die Verteidigung seiner Kindheit. Er war ein geliebtes Kind in einer Familie, in einem bergenden Zusammenhang, in einer Stadt, die er kannte, in der alles irgendwie konkret war. Was, man kann sagen, wie in einer Handwerkerwelt, so greifbar, verständlich und moralisch und menschlich. So. Und das sind seine inneren Maßstäbe, von denen er dann auch die Entfremdung der Menschen dargestellt hat. Es ist die Welt der kleinen Leute, die ihn zu den meisten Erzählungen und Romanen motiviert. Seine Helden stehen alle nicht auf der Seite der Sieger. Sie müssen ihr tägliches Leben mühsam bestreiten. In der Kölner Südstadt, in der er aufgewachsen ist, stößt er auf Geschichten vor der Haustür. Später, im Erwachsenenalter, verarbeitet er sie zu Literatur. Ich glaube, es war wichtig für mich, in Köln geboren zu werden und in Köln groß zu werden. Und wie immer die Stadt in meinen Arbeiten auftreten wird oder erscheinen wird, es wird die sein, die ich gekannt habe, bevor ich 20 war. Als achtes Kind des Schreinermeisters und Holzbildhauers Viktor und seiner Frau Maria wird Heinrich Böll 1917 in Köln geboren. Heinrich ist der Jüngste, das Nesthäkchen, und wird entsprechend verwöhnt. Die Familie hat ein bescheidenes Auskommen. Christliche Werte prägen die Erziehung der Kinder. Die ersten Jahre verbringt er hier in der Teutoburger Straße in der Kölner Südstadt. Immer in Rheinnähe. Das ist schon jetzt wichtig für ihn. Es sind noch unbeschwerte Jahre. In den angrenzenden Parks verbringt Heinrich die Nachmittage. Sand in die vorüberfahrenden Besatzerautos werfen, gehört zu seinen Lieblingsspielen. Als er älter wird, spielt er lieber mit den Kindern der Roten als mit denen der Akademiker und Bankdirektoren. Die Schule bestreitet er mehr schlecht als recht. In seiner Autobiografie »Was soll aus dem Jungen bloß werden« beschreibt er die Vorzüge der Straßenschule. Anstelle den Tag mit Gleichaltrigen auf der Schulbank zu verbringen, treibt er sich in den Gassen der Kölner Südstadt herum. An der frischen Luft, so glaubt er, lerne er mehr fürs Leben. Aus der benachbarten Schokoladenfabrik riecht es nach Kakao. In den Straßen begegnen ihm bei seinen heimlichen Spaziergängen Arbeiter, Prostituierte, Marktfrauen und Zigarettenschmuggler. Immer wieder erliegt er den Verlockungen der Straße und schwänzt den Unterricht. Seine Mutter weiß das und lässt ihn gewähren. Ich lese am liebsten die Kurzgeschichten von ihm. Ansonsten habe ich viele Bücher angefangen, aber gar nicht zu Ende gelesen, weil ich die Geschichten, die kamen mir alle sehr bekannt vor. Ich kannte das alles irgendwie. Ich kannte das alles, weil die Geschichten, die in den Büchern stehen, die haben wir abends am Kamin gehört. Das sind genau dieselben Geschichten, genauso witzig, traurig oder fröhlich. Das Liebste, was ich von ihm gelesen habe, das sind
Seine frühere Geschichte, so die Poesie und die Gedichte und dem ganzen Kram noch, die fand ich dann besser. Und dann, was ich auch, ach, wie heißt es, was auch verfilmt worden ist, die verlorene Ehe der Katharina Blum. Da das so ein bisschen echt böll war. Das erste Buch, das ich von meinem ersten Jugendfreund bekommen habe, war Ansichten eines Clowns. Und auf die Idee bin ich natürlich nie gekommen, dass ich jemals Heinrich Böll kennenlerne. Also Böll hat mich sehr eben auch begleitet in meiner Jugend. Natürlich flog ich, um es sozusagen aus seinen Satiren, Dr. Murkes Gesammeltes Schweigen beispielsweise nicht an und das permanente Weihnachtsfest. Und Sie kennen die Geschichten alle. Aber die Erzählungen haben mich zutiefst beeindruckt. Das muss ich sagen. Tante Miller war in der ganzen Familie von jeher wegen ihrer Vorliebe für die Ausschmückung des Weihnachtsbaumes bekannt. Eine harmlose, wenn auch spezielle Schwäche, die in unserem Vaterland ziemlich verbreitet ist. Ihre Schwäche wurde allgemein belächelt und der Widerstand, den Franz von frühester Jugend an gegen diesen Rummel an den Tag legte, war immer Gegenstand heftigster Entrüstung, zumal Franz ja sowieso eine beunruhigende Erscheinung war. Oktober 1929. Der Kurssturz an der New Yorker Börse und die dadurch ausgelöste Weltwirtschaftskrise machen sich sehr schnell auch in Deutschland bemerkbar. Heinrich Bölls Eltern müssen ihr Haus in Raderberg verkaufen. Der Gewinn geht an Banken und Gläubiger. Dagegen half nur, so Böll, temporäre Sorglosigkeit, die eben nur temporär gelang. Sein weiteres Leben prägt neben Existenzsorgen der Aufstieg der Nationalsozialisten. Familie Böll glaubt, dass sich Hitler nicht lange halten wird. Wo immer es geht, versucht sie sich dem Druck der Nazis zu entziehen. Heinrich muss zwar nicht in die Hitlerjugend eintreten, aber dennoch an nationalsozialistischen Schulungslagern teilnehmen und zum Reichsarbeitsdienst antreten. 1936 beginnt er zu schreiben. Zwei Jahre später wird er Soldat der Wehrmacht. Für 2047 Tage. Es war eine wirklich törichte und auch unverantwortliche Neugierde. Ich wollte wissen, wie das an der sogenannten Front ist. Es hört sich sehr merkwürdig an. Ich denke, mein Gott, da willst du doch mal hin. Nicht? Und bin dann also auf die Krim gekommen, sehr spät, die war schon eingeschlossen. Hab sofort bereut, meinen Leichtsinn und meine Torheit. Sie kennen das Motto, es wird Ihnen geläufig sein. Wo warst du, Adam? Eines seiner Bücher. Und eine lakonische Antwort hieß, ich war im Krieg. Und das, was er erlebt hat, unmittelbar vor dem Krieg, im Krieg selbst und natürlich dann als Folge des Krieges, hat ihn bewogen, noch einmal zu schreiben, um sich selbst klar zu werden über das, über die Qualität der Ereignisse und über das, was er erfahren hat und welche Konsequenzen sich daraus ergeben hat. Nach dem Krieg fühlt er sich schwach und krank wie ein alter Mann. Doch das Bedürfnis zu schreiben ist intensiver als je zuvor. Vorläufig bestimmen aber noch die Sorgen um das tägliche Brot den Alltag. Wenn wir Geld hatten, gingen wir auf den Schwarzmarkt. Kohlen oder Briketts auf dem schwarzen Markt zu erwerben, war schwierig, wenn man außerdem den Transport organisieren und bezahlen musste. Und mit den fallenden Temperaturen stiegen natürlich die Kohlenpreise. Das Thermometer war der zuverlässigste Börsenspiegel. Meine moralischen Bedenken waren weitaus geringer als 20 Grad unter Null. Die Atmosphäre des Anfangs war, glaube ich, die eigentlich kreative Gründungsatmosphäre für ihn. Das war die Zeit der Trümmerjahre. Das ist irgendwie im Unterbewussten tief zusammengekommen mit so einem frühchristlichen Verständnis von menschlichem Zusammenleben. Eine Zeit des Mangels, der Abhängigkeit, der Bescheidenheit, die Tauschgesellschaft, also ein viel näherer, menschlicherer Akt, etwas zu tauschen, als etwas nur kaufen zu können und abstrakt über etwas verfügen zu können. All die Dinge hatten gewissermaßen Emotionalität bekommen. Und das drückt sich in seinem Schreiben aus. Ich finde, dass das die allerauthentischste, grundlegende Phase für Böll ist.
Das Nachkriegsköln ist wieder sein Köln. Nichts ist mehr idyllisch oder, was er nicht mag, rheinisch unernst. Die meisten Menschen suchen, ähnlich wie er selbst, in den Trümmern nach dem, was sie früher Heimat nannten. Der zweite Köln, wo ich auch mich zu Hause gefühlt habe, war der zerstörte Köln. Weil diese Stadt endlich ernst war. Es war ein ernster Vorgang, Zerstörung einer Stadt. Es war eine ernste Stadt. Und da habe ich mich auch noch wohlgefühlt. 1945 besetzt die Großfamilie Böll ein Trümmerhaus in Baiental. Damals eine legale Angelegenheit. Unter dem Dach eine Kammer zum Arbeiten für den angehenden Schriftsteller. In diesem Haus spielte sich eigentlich unglaublich viel ab. Also nicht nur von Seiten Besuchern, die ununterbrochen eigentlich auch, es war ein sehr offenes Haus, ein sehr christliches Haus, von Seiten der Mutter schon. Und also es war eigentlich immer geöffnet. Es wurde immer ein Essen mehr gedeckt, es könnte ja noch jemand kommen. Rundherum Trümmergrundstücke. Und dieses Haus wurde übrigens besetzt durch Hein und Alois. Die holten sich also Türrahmen und alle möglichen Sachen aus den zerstörten Häusern rundum und haben damit so ein sehr schönes Haus eigentlich zusammengepflegt. Ziemlich großer Kasten, in dem auch ganz viele Menschen leben. Heinrich Böll ist inzwischen Familienvater. Im Krieg hat er die 7 Jahre ältere Annemarie Zech geheiratet, die zunächst als Lehrerin, später als Übersetzerin den Unterhalt für die Familie bestreitet. Eine klassische Künstlerehe. Sie hält ihm den Rücken frei, er kann sich der Literatur widmen. Also sagen wir mal, innerhalb der Familie war sie wohl gleichberechtigt, aber nach außen hin, also sie war einfach an seiner Seite immer. Ne? Ob das jetzt gleichberechtigt war oder nicht, weiß ich nicht. Also er war halt der Mann mit dem Namen. Und sie war die Frau. Und meine Mutter war immer die erste Leserin. Und sie war auch eine sehr, sagen wir, kritische Leserin. Sie hat sehr viel korrigiert, gestrichen, gekürzt, Bemerkungen gemacht. Später weniger. Also am Anfang hat sie mehr gestrichen. Das passte schon. Ja, das passte schon. Zumal ja auch, dass Annemarie auch viel zu Böll seine Popularität zugetragen hat. Ne, Annemarie hat ja sehr viel von seinen Werken übersetzt. Ne, also die war ja also sehr sprachbegabt. Die hat ja verschiedene Bücher in Französisch und in Englisch, ich glaube sogar in Hebräisch übersetzt auch. Deshalb passten die ja ziemlich gut zusammen. Ne. 1947 erscheint Bölls erste Erzählung in der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Als Honorar bekommt er 80 Reichsmark, ein Anfang. 2 Jahre später folgt das erste Buch. Der Zug war pünktlich. Mit dem Bücherschreiben allein kann er die Familie jedoch nicht ernähren. In dieser Zeit, als wir anfingen, meine Generation zu schreiben, hat der Rundfunk die Rolle des Mäzens übernommen, im großen Sinne und im großartigen Sinne. Und ich konnte eigentlich schon, sagen wir, sehr verhältnismäßig früh leben. Und es ging bei Heinrich Böll ja nach einer frühen Phase, wo er sehr darum kämpfen musste, für seine Bücher Verlage zu finden oder den richtigen Verlag zu finden, für seine Bücher ein bisschen Honorar zu bekommen und so weiter, ging das ja plötzlich dann ganz schnell, als er über die Gruppe 47 mit einem Schlag berühmt wurde und bekannt wurde. Und dann war eigentlich von da ab, war er eigentlich im Zentrum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur auf einem Level mit Ingeborg Bachmann, mit der übrigens einen intensiven Briefwechsel geführt hat, mit Günter Grass und mit all den anderen seiner Generation. 1952 schließt er einen Vertrag mit dem Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch. Monatlich 400 Mark sichert ihm sein Verleger und Freund Josef Kaspar Witsch zu. Das Ende der Existenzsorgen und der Beginn einer lebenslangen Bindung. In den frühen 50er Jahren widmet sich Böll in seinen Essays mehr und mehr der politischen Gegenwart. Er arbeitet sich am Adenauer-Deutschland ab. Bölls Art zu erzählen ist seinem Lektor Dieter Wellershoff ein wenig fremd.
zu katholisch und etwas zu sentimental, befindet er. Trotzdem begegnet man sich mit freundschaftlichem Respekt. Eine langjährige Arbeitsbeziehung entsteht. Er war sehr verletzlich am Anfang. Und das, was ich bekam, war die erste Rohfassung. Also, das sah auch noch ziemlich wüst aus. Mit Durchstreichen, Überarbeiten am Rand was und so weiter. Das sah noch ziemlich wüst aus, aber es war seine, für ihn die Endfassung. Grundsätzlich die Endfassung. Aber wir haben auch über szenische Veränderungen gesprochen, über fragwürdige Wendungen der Sache und so weiter. Das waren längere Gespräche. Jedes dieser Bücher, jedes seiner großen Romane wurde zum Bestseller Nummer 1. Und natürlich mit entsprechender Medienaufmerksamkeit. Also in dem Jahr, in dem Böll-Jahr war Kiepenhoffitsch ganz vorne, ganz automatisch. Das wusste er. Das hat er schon registriert. Aber er hat das nie in Form von Allüren zu erkennen gegeben, manchmal in Form von Forderungen, Honorarforderungen. Einmal ist er auch deutlich, erinnere ich mich an eine Szene in meinem Arbeitszimmer, da ist er deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Und da guckt er mich so an und sagt, tut es weh? Sagt, ja, aber das tut weh, das geht gar nicht. Und dann lassen wir es so. Es musste signiert werden, so 500 oder 1000 Exemplare, eine ziemliche Stückzahl. Und wir kamen so in die Mittagszeit rein und dann sagte ich so, Herr Böll, jetzt gehen wir essen. Und er sagte, nö, das brauche ich nicht, meine Frau hat mir was mitgegeben. Und dann greift er in sein völlig zerbeultes Jackett und holt auf der einen Seite ein Butterbrot raus, das in Pergamentpapier eingepackt war, und auf der anderen Seite einen Apfel. Und das legte er hin und sagte, wenn Sie mir jetzt noch einen großen Aschenbecher bringen und eine Tasse Kaffee und eine Zeitung, dann mache ich jetzt meine Pause. Essen gehen? Nö, das will ich nicht. Und das hat mich so angerührt, weil das war also irgendwie so was ganz Besonderes. Ein Großschriftsteller ohne Allüren, eher bescheiden, denn eitel oder überheblich. Als ihm 1961 der Literaturpreis der Stadt Köln verliehen wird, ist er den Erfolg längst gewöhnt. Sie werden verstehen, dass das eine mich sehr bewegende Ehre ist, von der Vaterstadt, wie man es nennt, geehrt zu werden auf eine so liebenswürdige Weise. Bölls Verhältnis zu Köln gleicht einer Hassliebe. Die Domtürme stören ihn. Er mag den 1. FC Köln nicht, den Karneval und den Klüngel auch nicht. Die romanischen Kirchen und die Museen dagegen liebt er. Ohne die Spaziergänge am Rhein kann er nicht. Schon als Kind saß er am Ufer und beobachtete das ständige Treiben der Schiffe, den Wechsel von Wasserstand und Verkehr. Die Weltoffenheit des Flusses habe ihn geprägt, so Böll. Und obwohl der Rhein zur damaligen Zeit als schmutzigster Fluss Europas galt, ist er in Bölls Augen doch immer majestätisch geblieben. Er hat Köln geliebt. Köln war seine Stadt, das ist ja, hat er ja auch beschrieben. Für ihn war ja Köln mehr das Köln der Vorkriegszeit. Und der Wiederaufbau, das war ihm dann doch sehr fremd. Köln ist ja sehr hässlich aufgebaut worden, muss man leider sagen. Er hatte zu bestimmten Ecken dieser Stadt eine Liebesbeziehung. Und er, ja, ich glaube, ohne Köln wäre Böll gar nicht seiner Gesamtheit zu verstehen. 1954 zieht Böll mit seiner Familie an den Kölner Stadtrand, nach Müngersdorf. Eine fast ländliche Gegend, fernab von Lärm und Geschäftigkeit der Großstadt. Mit den ersten Ersparnissen hat die Familie dort ein Haus gebaut. Knapp 10 Jahre lang wird sie hier leben. Ein Gartenhäuschen dient als Arbeitszimmer. Es ist die Zeit der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Böll wird zunehmend zu einer öffentlichen Person, die sich einmischt, die polemisiert und polarisiert. Im Gartenhäuschen entsteht auch das Generationenporträt der Kölner Architektenfamilie Fähmels. Der berühmte Roman Billard um 9:30. Grüner Fluss, Heiterkeit. Sanfte Ufer mit Weidengebüsch, bunte Schiffe. Blaue Blitze aus Schweißapparaten. Drahtige Männer, drahtige Frauen. Ernsten Gesichts, die Schläger geschultert, gingen über makellosen Rasen hinter Golfbällen her. 18 Löcher,
spätestens nach Erscheinen von Billard und Mark 10. Da war er dran gewöhnt, dass seine Bücher ein Verkaufserfolg werden. Aber es gab einen anderen Bereich, wo er unsicher war, wo er auch verletzbar war. Das war bei den Kritiken. Also die literarische Kritik in Deutschland ist ja nicht immer gerade sehr vorsichtig mit ihm umgegangen, allen voran Marcel Reich-Ranicki. Er hatte vor Verrissen, also von einer schlechten Einschätzung seines neuen Buches, hatte er auch Angst. Obwohl er selber auch austeilen kann, reagiert Böll auf Kritik empfindlich. In den meisten Fällen sind es jedoch gar nicht die Angriffe auf die eigene Person, die ihn aufschrecken, sondern gesellschaftliche Missstände. Schon die morgendliche Zeitungslektüre regt ihn auf. Böll hat allgemein gelitten, nicht? An der Gesellschaft, an der Doppelmoral der katholischen Kirche. Er war ja ein gläubiger Mensch, er ist ja dann auch konsequenterweise ausgetreten. Und der hat das nicht auf die leichte Schulter genommen. Er war schwerblütig, er hat alles sehr, sehr tief verarbeitet und dadurch auch, er hat es sich schwer gemacht. Er war ein fröhlicher Mensch, soweit ich es in Erinnerung habe. Ein witziger Mann, der sich wehrte durch eine unberechenbare Ironie manchmal, wehrte gegen die Zeitläufte, gegen Menschen, die er nicht ertragen konnte, die manchmal gar nicht wahrnahmen, was seine Antworten bedeuteten. Aber für mich war er ein verlässlicher Freund, durchaus ausgelegt, sehr ernst auch da, wo er Einspruch erhob. Und so war er so ein bisschen. Also das ist so meine Erinnerung an ihn, dass er also so eine Mischung aus Anarchie und Freundlichkeit. Man konnte ihn nicht kalkulieren, man wusste nicht, was kommt. War immer mit vielen Überraschungen verbunden, aber das war nie mit Provokation, sondern immer mit Liebenswürdigkeit kombiniert. Mitte der 50er Jahre reist Böll zum ersten Mal nach Irland. Eine Flucht, wie er sagt, weil er sich beim Hausbau in Köln-Müngersdorf hoch verschuldet hat. Am westlichen Ende von Europa, auf Achill Island, entdeckt er eine ursprüngliche Welt. Es riecht nach Salz und Torffeuern. Die Inselbewohner halten den Weltrekord im Teetrinken. Und Armut scheint keine Schande. 1960 macht er mit seiner Frau und den drei Söhnen 5 Monate lang Urlaub auf der Insel, die schnell zur zweiten Heimat wird. Es gab ja damals, als wir in Irland waren, es gab kein Telefon, wir hatten keinen Strom im Haus. Es kam ab und zu mal ein Brief. Es war natürlich ein ganz anderes Leben als in Köln. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also man war einfach weg von der Welt. Und das war für ihn schon sehr wichtig. Es wurde dann Schulunterricht gemacht, 2 Stunden am Tag meistens, manchmal auch nicht, wenn gutes Wetter war, fiel es auch schon mal aus. Wir haben sehr viel gespielt, Karten gespielt, auch um Geld gespielt, natürlich um kleine Summen. Es war eigentlich ein sehr schönes, sehr freies Leben für uns als Kinder. Wir waren den ganzen Tag draußen. Wir waren meistens abends dann in einem Kino, so einem Dorfkino, das so den Berg runtergebaut war. Also das saßen auf Sinnkästen, konnten immer 2 Filme gucken. Die fingen um 9 Uhr an und um 11 oder halb 12 waren die erst zu Ende. Das waren dann die Zeiten, die der Hein genutzt hat, um zu arbeiten auch. Dann sind wir nach Hause. Entweder hat uns irgendein Ire mitgenommen oder wir sind dann irgendwann zu Fuß nach Hause gekommen. Und das war eben, da kann ich mich sehr erinnern, das war immer traumhaft schön. Wir haben dann nachts immer noch, also bis teilweise 3, 4 Uhr um den Kamin gesessen, Torffeuer gemacht und dann haben die beiden erzählt. Seine Eindrücke und Geschichten verarbeitet Böll sowohl in dem WDR-Dokumentarfilm Irland und seine Kinder als auch in seinem irischen Tagebuch von 1957. Ein Klassiker der Reiseliteratur, der scharenweise Leser nach Irland lockt. Bölls bestverkauftes Werk. Es gibt dieses Irland, schreibt Böll in der Einleitung. Wer aber hinfährt und es nicht findet, hat keine Ersatzansprüche an den Autor. Die Kritiker sind begeistert. Endlich ein Böll, der sich aus dem Mief der Waschküchen und Kasernen entfernt
und nicht über Politik schreibt, sondern sein persönliches Erleben zu Papier bringt. Anfang der 60er Jahre erfährt das Recht auf Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik eine harte Bewährungsprobe. Rudolf Augstein und 7 weitere Spiegelmitarbeiter werden verhaftet. Die Stimmung heizt sich über die Jahre auf. Im Mai 1968 hält Böll in Bonn vor 70.000 Demonstranten eine gefeierte Rede gegen die Notstandsgesetze. Das Notstandsgesetz gibt sich den Anschein einer endgültigen Souveränitätserklärung und spricht damit einen schon nicht mehr verkappten Nationalismus an, während in Wahrheit über den Paragraphen 80a3 die NATO mitten im Parlament mit drin sitzt. Ich weiß, dass Macht nötig ist, um die Dinge auf dieser Welt zu ordnen. Reden wir also mal in diesen Termini. Und auch ein Schriftsteller repräsentiert eine gewisse Macht. Keine Legislative, keine Exekutive, eine sehr schwer definierbare Macht haben wir Einfluss. Gegenüber politischen Parteien pflegt Böll ein grundsätzliches Misstrauen. Im Wahlkampf 1972 unterstützt er zwar Willy Brandt, aber ausdrücklich nur die Person und nicht die SPD. Von Brandt erhofft er sich einen intensiveren Dialog zwischen Politik und Intellektuellen. Nach Brandts Rücktritt zieht sich Böll aus der Politik enttäuscht zurück. Weil in der Bundesrepublik eine, wie ich finde, selbstmörderische Mode im Gange ist, dem Bundeskanzler völlig unberechtigterweise und ohne Argumente, sondern einfach so aus, wie ich finde, modischen Gründen fertig zu machen. In den 60er Jahren kauft Böll sich und seiner Familie ein altes Bauernhaus in Langenbruch in der Eifel. Ein Rückzugsort. Als Alexander Solschenizyn 1974 aus der Sowjetunion ausgewiesen wird, sucht der Zuflucht bei seinem Freund in der Eifel. Heinrich Böll hat gegen die Ausweisung unter anderem als Präsident des Internationalen Schriftstellerverbandes PEN protestiert. Schon in den Jahren zuvor hatte Böll Manuskripte von Solschenizyn und vielen anderen Autoren in den Westen geschmuggelt. Schau, er hat für tschechische Kollegen, Schriftstellerkollegen, die aus ideologischen Gründen in Bedrängnis kriegen, ein Wort eingelegt. Er hat russische Kollegen, denken Sie an Sinjavsky und andere, ein Wort eingelegt. Heinrich Böll war immer da, wenn es galt, andere zu ermutigen, zu unterstützen, sie zu bewahren vor unheilvollen Urteilen und so weiter. Er war immer da. Insgesamt würde ich sagen, war er jemand, der nicht Nein sagen konnte, der nicht sich verweigern konnte, der sich nicht verleugnen lassen konnte. Und darum war er eigentlich in einer ständigen Überforderung, weil immer wieder wussten welche, ja, der hilft, da gibt es den Heinrich Böll, das hat andere entlastet, die sich selbst das bequem machen konnten. 1972 erscheint im Spiegel Bölls Artikel »Will Ulrike Gnade oder freies Geleit«, in dem er die vorverurteilende Berichterstattung der Bild-Zeitung kritisiert. Kein Zweifel, Ulrike Meinhof lebt im Kriegszustand mit dieser Gesellschaft, schreibt er und verweist darauf, dass es sich um einen sinnlosen Krieg handelt. Es beginnt eine monatelange Hetzkampagne gegen Böll. Ihm wird unterstellt, die Terroristen moralisch zu unterstützen. Damit trage er, der linke Biedermann, Mitschuld an der Eskalation der Gewalt. Der Kampf gegen die Springerpresse wird Böll bis zum Lebensende begleiten. Ist ja alles bekannt, wie er da als Sympathisant hingestellt wurde, auch von den Medien, vor allen Dingen von den konservativen Medien. Und da kannte er kein Pardon. Da ging es nicht um Liebe oder Sympathie, sondern da ging es nur wirklich um Hass und entschiedenen Kampf gegen Dummheit und gegen reaktionäres und kleinkariertes Denken oder obrigkeitsstaatliches Denken. Dagegen hatte er ja Gott sei Dank diesen lebendigen Anarchismus in sich. Er liebte ja auch die Herausforderung, dass er mit seinen herausfordernden Texten plötzlich Gegenwind erhielt. Das war ihm klar, das war ihm bewusst. Jeder Schriftsteller, der das sagt, was er glaubt sagen zu müssen und was nicht der allgemeinen Meinung entspricht, läuft dieses Risiko, das ist klar. Als Reaktion auf die Anfeindungen durch die Springerpresse verfasst Böll in nur 3 Monaten die Erzählung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« oder »Wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann«.
In seinen Augen mehr ein Pamphlet, das mit inzwischen 10 Millionen verkaufter Exemplare zum Erfolg wird. Ebenso der auf dem Buch basierende Spielfilm von Volker Schlöndorff. Zeitgleich wird diskutiert, ob Böll überhaupt noch als Schullektüre eingesetzt werden kann. Man redet bei uns immer von Gewalt und meint nur die Gewalt von Bomben, Pistolen, Granaten. Gut, das ist eine Form krimineller Gewalt. Es gibt aber auch die Gewalt der Schlagzeile und es gibt wahrscheinlich hunderte Sorten von Gewalt, die man noch definieren muss, die wieder Gewalt hervorrufen. Da schlugen die Wellen hoch. Das hat ihn sehr getroffen. Und das war auch nicht weiter verwunderlich, denn er hat entsprechende Briefpost bekommen, auch anonyme Briefpost. Da stand dann zu lesen, wir schlagen dich tot, du Schwein, und wir spießen dich auf wie eine Ratte und ähnliche Dinge. Also das war schon hart. Es wurde bei einem seiner Söhne eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Also das hat ihn alles bis ins Mark getroffen, sozusagen. Damit wird ein Klima der Denunziation geschaffen, in dem kein Intellektueller mehr arbeiten kann. Ich kann in diesem Lande, in diesem gegenwärtigen Hetzklima nicht arbeiten. Und in einem Land, in dem ich nicht arbeiten kann, kann ich auch nicht leben. Es macht mich wahnsinnig, ewig mich gehetzt zu fühlen, denunziert zu fühlen. In den aufgewühlten 70er Jahren ist Böll Verfolgter und Provokateur zugleich. Und er ist omnipräsent. Seine Bücher sind Bestseller. Öffentliche Debatten sind ohne den Mann mit der leisen, aber beharrlichen Stimme nicht denkbar. Laut einer Allensbach-Umfrage Ende der 70er Jahre kennen ihn knapp 90% aller Deutschen. Fast wie ein Spitzenpolitiker oder ein Popstar. Beides wollte er nie sein. Also es konnte auch jeder kommen und klingeln, auch zu Zeiten, also schon zu den besser verdienenden oder auch nach Nobelpreis. Konnte also jeder Straßenkehrer konnte klingeln und sagen, er will immer so einen Tässchen Kaffee und kann ich mal auf den Klo gehen, und dann war ein kleines Schwätzchen angebracht. Es sei denn, er arbeitete gerade, also dann war er wahrscheinlich, dann hat er auch gar nicht erst die Tür aufgemacht. Nachdem er 15 Jahre außerhalb der Kölner Innenstadt gelebt hat, ist Böll 1969 zurück ins Agnesviertel gezogen. Die Nähe zum Rhein habe ihm gefehlt. Der Lärm der Rasenmäher sei ihm in Müngersdorf auf die Nerven gegangen. Im Agnesviertel sieht man ihn jetzt oft mit Tweedjackett und Baskenmütze spazieren gehen. Gelegentliche Besuche in der Nachbarschaft auf eine Tasse Kaffee und eine Zigarette sind durchaus möglich. Zum Beispiel in der Reinigung eine Straße weiter. Es war manchmal lange, bevor er anfing zu erzählen. Aber wenn er dann anfing zu erzählen, dann hat er nicht mehr aufgehört. Und das war dann auch immer sehr interessant. Na, dann hat er auch erzählt von Kollegen und was er gerade macht, was er gerade am Schreiben war. Da seine Sekretärin wieder so zickig war. Und ja, sowas. Ne? Und dann Jörg im Viertel. Das war eine schöne Zeit. Für Böll sind die Zeiten eher zwiespältig. Von den einen wird er als linker Sympathisant denunziert, von den anderen als Menschenrechtler geschätzt und als Schriftsteller verehrt. Als er 1972 als erster Deutscher nach dem Krieg den Literaturnobelpreis verliehen bekommt, rechnet er selbst als letzter damit. Er hat nie, jedenfalls nicht vor der Öffentlichkeit mit dem Gedanken gespielt, doch den Preis zu bekommen. Und als er ihn bekam, hatte er sofort einen Konflikt. Er wusste nämlich nicht, was er zur Preisverleihung tragen sollte. Und es wird erwartet, dass die Preisträger einen Frack tragen. Böll hat aber keinen Frack und sagte, ich will nicht wie ein Pinguin aussehen. Ich glaube, Böll brauchte eine Weile, um sich an den Gedanken, ich bin Nobelpreisträger und kriege jetzt da im Dezember aus der Hand des Königs von Schweden den Preis verliehen, musste sich erst mal dran gewöhnen. Was mich bis heute stört, dass es immer wieder behauptet wird, er hätte es eigentlich als Menschenrechtler bekommen und nicht als Literat. Also man liest heute wieder gerade so auch von Leuten, die eine Biografie schreiben wollen oder irgendwas schreiben,
Er wäre eigentlich ausgezeichnet worden für sein Engagement und für anderes und nicht für die Literatur. Das finde ich ist eine absurde Behauptung. Begabung zum Gewissen der Nation. Und in diese Rolle sind Sie doch wohl gedrängt. Ja, ja, weil es offenbar zu wenig Gewissen gibt. Ist das ein Versagen? Da wird der nicht der Einäugige unter blinden König, sondern der, der auf einem Auge noch ein Zehntel Sehkraft hat, wird dann schon König. Er hat gesagt, hört auf damit, dem Schriftsteller eine Sendung, Gewissen der Nation, Stimme der Nation, anzuheften. Das ist doch alles Käse. Wir schreiben auf jedes Risiko und schreiben impliziert auch ein Risiko. Natürlich das Risiko naheliegend des Missverständnisses, des katastrophalen und folgenreichen Missverständnisses, was er auch erlebt hat. In seiner Heimatstadt Köln schätzt man den berühmten Sohn nicht überall. Als ihm anlässlich seines 65. Geburtstags die Ehrenbürgerschaft der Stadt Köln verliehen werden soll, will die Kölner CDU nur den Literaten geehrt sehen. Nicht etwa den kritischen Zeitgenossen. Auch die posthume Suche nach einem Ort, der nach ihm benannt werden soll, gerät zum politischen Bauerntheater. Jede berechtigte, überfällige Kritik wurde ja, wie eine Art Verrat, wie eine Schmähung angesehen. Und das war das Schändliche, dass im Grunde genommen man Böll als den Dürrenfried, als den jenigen, der die Stadt schlecht macht, anderswo. Dabei war das einer tiefen Beziehung zu dieser Stadt zu verstehen. Was Böll liebt, das kritisiert er. Blinder Lokalpatriotismus ist für ihn undenkbar. Das Nachkriegsköln mit Verkehrsschneisen, Bausünden und Autolärm ist für ihn eine ständige Provokation. Schlimm waren so Entwicklungen wie Nord-Südfahrt, weil praktisch ganze Viertel zu Friedhöfen gemacht wurden. Das ist natürlich eine interbundesrepublikanische Entwicklung gewesen, die einfach nur auf funktionierenden Verkehr aus war, nicht mehr auf Leben. Köln ist für mich eine verschwundene, versunkene Stadt. Er hat da sehr genaue Vorstellungen davon gehabt, wie eine Stadt aussehen muss, um urban zu sein und den Menschen zu dienen. Und er hat dann zum Beispiel einen wütenden Feldzug immer geführt gegen die Verkehrsplanung in der Stadt, zum Beispiel gegen die Nord-Südfahrt, die praktisch ein Schwerstverbrechen für ihn war. Anfang der 80er Jahre kehrt Böll seiner Heimatstadt endgültig den Rücken und zieht Richtung Bonn nach Bornheim-Merten. Der rote Bruder, wie er von den überwiegend konservativen Dorfbewohnern getauft wird, lebt hier zurückgezogen mit seiner Frau. Seine Romane erscheinen jetzt in immer größeren Abständen. Die Kritik geht nicht gerade sanft mit ihm um und sein Gesundheitszustand hat sich aufgrund einer Gefäßerkrankung verschlechtert. Er war ja, wie man so sagt, deprimiert. Ich glaube, er war in der letzten Zeit sehr dünnhäutig geworden. Man kann gar nicht sagen, dass Heinrich Böll jemals ein dickes Fell gehabt hätte. Aber er war sehr dünnhäutig geworden und Dinge, die ihn vielleicht früher nicht so mitgenommen hätten oder nur an der Oberfläche berührt hätten, haben ihn dann schlaflose Nächte gekostet. Also wie zum Beispiel eine Steuerprüfung. In den letzten beiden Büchern war eine Unsicherheit spürbar, ja, das stimmt. Das kann auch damit zusammenhängen, dass er hier und da eine schlechte Kritik gekriegt hat und so. Das muss man alles mal verdauen, wenn man gewöhnt war, dass es anders war. Und das ist halt ein Beruf, der lebensgefährlich ist. Was sehr, sehr schwierig für meinen Vater war, war der Tod meines Bruders 1982. Ich glaube, das war eine ganz gravierende, natürlich für ihn ganz schwierig. Davon hat er sich auch nie erholt, kann man eigentlich sagen. Mit nur 35 Jahren ist Raimund Böll an einer Krebserkrankung gestorben.
Die Trauer um den Sohn und die Resignation über den politischen Alltag in Deutschland fließen in seinen letzten Roman ein. Frauen vor Flusslandschaft hat wenig von einem versöhnlichen Alterswerk. Angesiedelt in der Bonner Republik nimmt Böll die Drahtzieher der Politik unter die Lupe. Ein bitterer Blick auf Korruption, Klüngel und Machtmissbrauch. Ich meine, für heute wäre genug. Morgen, übermorgen, überübermorgen. Böll hat nie aufgehört, sich einzumischen. Ein zorniger alter Mann, der im Alter von 66 Jahren trotz seiner angeschlagenen Gesundheit gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen demonstriert. Er hält weiterhin unermüdlich Reden, vor allem gegen die Nachrüstung. Und er unterstützt die neu gegründete Partei Die Grünen. Mit den Kräften haushalten oder gar auf die Gesundheit achten, ist seine Sache nicht. Ich wohnte damals im Bergischen Land auf einem Bauernhof neben der Agatha-Klinik, in der er dann einmal behandelt wurde. Aber er wollte natürlich rauchen immer noch. Ne? Und das war oft sehr schwierig, weil dann musste ich ihm die Zigaretten so, dass Tante Annemarie das nicht merkte, unter die Bettdecke schieben oder eine Stange Markstücke, damit der Pfleger ihm dann abends Zigaretten holen konnte. Ich kam in sein Krankenzimmer und so, ein vollgequaltes Zimmer. Ich sagte, Heinrich, bist du wahnsinnig geworden? Und offen sagte er, sehr lakonisch, allerdings auch mit diesem spitzbübischen, schalkhaften Lächeln, das ist eine Sucht, Siegfried. Weißt du das? Das ist eine Sucht. Mir blieb nichts anderes übrig zu sagen, als zuzustimmen, weil die Sucht auch mich betraf. Und dann wollte er irgendwann auch keine Zigarette mehr rauchen. Und das war eigentlich schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Also wenn Hein ohne Zigarette, das war eigentlich so gut wie gar nicht möglich. Und wollte auch kein Fernsehen mehr. Und dann ist er da entlassen worden. Wieder. Ist dann bei mir noch auf den Hof gekommen, hat sich bei mir verabschiedet und nochmal bedankt. Und am nächsten Morgen war er tot. Heinrich Böll stirbt am 16. Juli 1985 in seinem Haus in Langenbruch. Seine Frau Annemarie ist an seiner Seite. Drei Tage später wird er in Bornheim-Merten beerdigt. Wer heute Böll liest, entdeckt einen sehr modernen Autor, der in schönen, klaren Worten die Welt beschrieb, in der er lebte. Eine Welt, gegen die er manchmal Feldzüge führte, die er aber immer wieder aufs Neue liebte. Was soll aus dem Jungen bloß werden? Oder irgendwas mit Büchern, hat er seine Autobiografie genannt.